Herr Bürgermeister, Sie haben gerade erwähnt, dass im Herbst eine neue Aktion in Waidhofen, aber auch in ganz Niederösterreich starten soll. Und zwar heißt die Aktion wie? Salon Zukunft Wohnen. Und was ist das genau? Ja, da geht es um eine Veranstaltungsreihe, wo wir speziell für Bürgermeister, für Gemeindemitarbeiter, für Mitarbeiter von Gemeinderäten, aber auch für potenzielle Bauträger, Planer, Architekten, hier international renommierte Leute nach Waidhofen holen wollen, wo es darum geht, die aktuellen Trends im Bauwesen aufzuzeigen. Und das soll sich nicht, und das möchte ich ausdrücklich dazu sagen, auf technische Details, auf Architektur, auf Gestaltung beziehen, sondern es geht darum, welche gesellschaftlichen Aspekte es da hier auf dem Markt mittlerweile gibt. Wohngruppen, gemeinschaftliches Bauen und all diese ganzen Dinge. Also die ganze Palette eigentlich, die sich zwischen dem Einfamilienhaus und dem großvolumigen Wohnbau eigentlich international hier entwickelt hat. Ist das eine Weiterentwicklung oder sowas Ähnliches wie die Dorferneuerung? Ich denke, dass es darüber hinausgeht. In der Dorferneuerung ist es ja darum gegangen, wie kann man jetzt wirklich Dorfzentren wiederbeleben, revitalisieren in all ihren Facetten. Da geht es wirklich darum, wie leben die Menschen in Zukunft. Gibt es da auch regionale definierte Gebiete? Regional definierte Gebiete. Ich denke nicht, da muss man sich auch den Herausforderungen stellen, die vor denen Waidhofen auch steht. Wir haben einerseits ein kleinstädtisches Zentrum, durchaus urban, aber dann haben wir unsere Dörfer. Und auch wir müssen lernen, dass wir mit der Fläche wirklich auch sparsam umgehen. Und da wollen wir einfach über den Tellerrand wirklich blicken und hier Expertise von außen wirklich nach Waidhofen auch holen. Meine Frage war eher dahingehend, ob auch die Nachbargemeinden eingebunden werden in diese Gesamtentwicklung. Na, selbstverständlich, ja, das ist ganz klar. Ich bin ja als Sprecher der Kleinregion auch hier tätig und als solches haben wir uns schon einige Male damit auseinandergesetzt, wie diese Region hier wirklich auch die Herausforderungen beim Wohnen meistern kann. Und in erster Linie ist es davon ausgegangen, dass wir eigentlich im Ibstal gesagt haben, was sind da eigentlich die Herausforderungen und wo gehen die Trends hin? Dankenswerterweise hat sich das zu einer hoffentlich landesweiten, niederösterreichweiten Aktion jetzt mittlerweile entwickelt.